Ja, liebe Busfreunde, die Bustouristik Scherzer ist jetzt bei den Kasteiner Bergbahnen. Wir haben euch ja in dem Jahr schon mal besucht. Das war der erste Tag, wo die Grenzen offen waren, wo man wieder nach Österreich reinfahren durfte. Waren schon ein paar Gruppen in dem Sommer bei euch im Kasteinertal? Ja, Andreas, mal herzlichen Dank, dass ich mit dir das Interview machen darf. Busgruppen, ja, wir haben schon welche gehabt. Es ist zwar erheblich weniger als in den letzten Jahren, ist ganz klar. Aber man sieht schon wieder ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels. Ja. Also es werden auch ab nächste Woche sind dann wieder mehrere Wandergruppen, vor allem aus Österreich, mit teilweise bis zu 40 Personen. Aha. Also da sind wir sehr positiv gestimmt. Das freut mich, dass da wieder ein bisschen was geht. Und ich weiß noch, bei unserem letzten Besuch, Helene Fischer. Helene Fischer, kommt die jetzt 2021? Ja, das ist also ganz fix. Und zwar, das wird ein Frühlingskonzert, das wird stattfinden am 26. März an der Talstation der Schlossalmbahn in Bad Hofgastein. Oh, das finde ich... Sind wir sehr stolz drauf. Okay, wir werden nochmal alle Helene Fischer-Fans das gleich mal mitteilen. Ja. Also ich glaube, die Karten, die einer schon hatte, gelten auch fürs nächste Jahr. Die Karten verfallen nicht, das ist ganz klar. Also die kann man dann natürlich einlösen zu dem nächst geplanten Termin. Aha. Und alles bleibt wie beim Alten, nur die Helene Fischer ist ein bisschen älter geworden. Ja, ja. Aber ich glaube auch, so wie ich euch Gasteiner kenne, dass es danach wahrscheinlich eine Helene Fischer-Wanderung geben wird oder sowas im Sommer. Wir werden uns das einmal anschauen. Also ich bin schon darauf angesprochen worden, vielleicht machen wir dann auch einen Helene Fischer-Weg, Wanderweg. Ah, tolle Sache. Okay. Damit auch die Helene Fischer-Fans bei uns in Gastein dann das noch einmal live Revue passieren lassen können. Oh, das finde ich super. Tolle Neuigkeiten. Ja. Freue mich auf 2021 mit euch und wünsche euch heute noch eine gute Messe. Gell? Dankeschön. Ja. Andreas, ciao. Servus, Alexander.